Boom. Oh, die Bombe. Oh, es passt. Das geht in die Geschichte ein. Bitte klippt das und schickt das einfach eurem Thrash-Main. Ja, manchmal muss man auch einfach mal von behind spielen und ins Zeug legen und gewinnen. Ne? Ich bin mir egal, du spielst aber Pike Midlane. Hab ich auch übrigens gerne gespielt. Ja, so wurde halt hart genervt. Also ich habe es eine Zeit lang richtig viel gespielt. Und ich muss sagen, ich spiele sehr gerne Champions, die mir einfach Spaß machen. Ob ich jetzt erfolgreich bin oder nicht. Mit Pike war ich sehr erfolgreich zu der Zeit, aber der wurde dann hart genervt, so. Und seitdem nicht mehr ganz oft. Aber was ich dir sagen kann ist, du kannst, wenn ich Level 3 bin, Mitte kommen und das ist free. Also Mitte ist free to... Free Entrance. Kannst gerne vorbei. Ich weiß nicht, ob wir ihn töten können, aber... ich kann ihn halt Giga Free Engage. Oh, jetzt, ja, der takes hier gerade. Okay, ich komm rein. Ja, guck mal an, Free. Ja, ist halt... Ich hab sogar noch Ignite. Noch weggestorben. So. Ja. Naja, das ist halt mit Pike wirklich gut. Du kannst halt auch einfach E und dann immer Flash. Oh, shit. Kommst du? Ja, ich bin sofort da. Kommst du mir, kommst du mir? Ah! Ja. Oh, mein Q ging nicht. Ich wollte noch Knockbacken und dann zu dir flashen. Ah, das war, ja, der, ich kann aber sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich den schaff. Ja, okay, das war natürlich jetzt, schwierig. So, das war wirklich scheiße. Aber er hat halt, ich habe halt Face-Check, ne? Ja, die werden noch sehen, die werden schon noch sehen. Ich hätte aber echt gerne gegen, ich habe mich da schon bei Six gesehen. Mit Teleporter haben mir schon meine Augen geleuchtet, du. Kannst ja fragen, ob Garen tauscht mich. Ja, eigentlich könnte ich das, also... Ich glaube, das mache ich sogar, aber dann geht ich. Wahrscheinlich. Garen, can I top? Wahrscheinlich geht dann Six gleich Mitte. Okay, er teleportiert einfach nach oben. Ich glaube, das ist ein Nein, ein stillschweigendes Nein. Okay, das war ein höchst erfolgreicher Botlane-Gank. Würdest du dich auf der Midlane sehen? Ich habe nochmal schnell Level 5 geklaut. Komm, ich meine, er pusht auch permanent taunt. Durch. So, also ich bin definitiv ready. Außer der scheiß Kack-Warwick ist wieder da, aber... Nee, das klappt schon. Einfach baiten. Okay, ich okay Warwick ist hinter dir, Warwick ist hinter dir. Aber dann alles auf den Renekton drauf. Ja, ja, alles drauf. Sehr gut. Schön. Also das Problem, was ich habe, ist, ich glaube, selbst wenn ich 4-1 wäre, könnte ich Renekton nicht fighten. Wir können natürlich immer free töten. Also fighten schon, aber es ist schon schwierig, den zu töten als Assassine. Na, der macht jetzt mal eine Krabbe. Ich glaube, ich töte einfach. Die stehen kannst mit Hook. Oh, nee, Hook die. Oder schaffst du das? Ja, weiß ich nicht. Ich will gerade den Vorteil lieber nutzen, zu pushen. Dann kann ich nicht gleich top gehen. Weil ich kann nicht pushen, wenn er auch in der Lane ist. Dann haut er mich mit seinem Schirm da. So, deswegen gehen wir jetzt hoch. Nice, der will warden. Oder? Lol. Ja, okay. Dann nicht. Wie läuft's unten? Countergank, unangenehm. Mein Damage okay. Sivir war auch noch ein bisschen. Lol. Okay. Oh, da wäre ich jetzt super gerne. Du musst dir vorstellen, Warwick springt mich im Q an und wird nicht abgebrochen. Nee, wenn ich der jetzt nicht stirbt. Nee. Ach komm. Der war im Execute. Was ist passiert bei euch? Warwick kann mich anspringen, während ich im Q bin. Das heißt, das Unaufhaltsam überschreibt das wohl, oder was? Wow. Das ist natürlich super dumm, sonst wäre ich ja nicht reingegangen, wenn ich das gewusst hätte. Also er hat dich, während du am Rollen warst, ist er an dir ran. Er hat mich geultet und gekillt. Ja. Und ist nicht abgebrochen. Ich habe gemacht, dass Renekton wieder Geld wert ist extra, damit wir den wieder killen können. Nice. Das war so knapp, ich hab okay, das geht in Geschichte ein, Leute. Das geht in die Geschichte ein. Bitte klippt das und schickt das einfach eurem Thrash-Main. Inzwischen. Das ist verrückt. Ich hab gemacht, dass Renekton wieder Geld wert ist extra, damit wir den wieder killen können. Nice. Das war so knapp. Was ist passiert? Du musst dir vorstellen, er ist hingegangen, er wollte sich CC'en. Das heißt, er schreibt auch schon I'm out. Ja, muss er auch. Also er ist einfach in den Turret gerannt. Es ist Wahnsinn. Die Leute da unten verlieren sehr schnell die Fassung. Es war insane, Leute. I'm out. Ich stelle mir ja immer die Leute dahinter vor, wie die reagieren müssen, dass die immer so tilted sind und so. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, wir müssen jetzt zusammen irgendwas machen. Das Game ist gerade ein bisschen schwierig. Ich komm jetzt mit, töte den. Ja, lass den nochmal töten und dann lass Botlane töten.
Der ist super aggressiv die ganze Zeit. Also der ist eigentlich relativ einfach, hätte ich gesagt. Okay, komm mal. Ja. Warte, bist du was? Alter. Okay, dann. Okay, er ist gestunt. Irgendwer ist drauf. Okay, er zieht ihn weg. Ja, er ist halt, das ist halt insane, ey. Er wollte nicht, dass du Geld kriegst. Einfach aus dem Pie-Gold rausgezogen. Ja, du musst dann irgendwie die Jinx ausschalten. Also Jinx ist halt... Das geht, aber wir müssen natürlich schon gucken, dass ich, ja. Wir brauchen so ein paar Stützen im Team, ehrlich gesagt. Garen ist nicht die allergeilste. Ich glaube, ich bin tot. So, hat er gar keine Ult? Naja. Der Thresh intet, glaube ich, gerade. Ich weiß nicht genau. Ja. Also nach dem Play, wenn du das gesehen hättest, dann... Also ich glaube, ich muss ihn jetzt motivieren. Ich bin ja Teilzeit Erzieher in League. Ja, motivier den mal. I'm done. Mitte wird auf jeden Fall gerade. Da kommt der Teleport into Bomb. Ich habe Ult in 5. Und Thresh ist auch da. Also du kannst vielleicht auch noch jemanden. Okay, nehmen wir erstmal den. Okay, hier geht's auch. Dead escalated cool. Komm schon, bisschen Damage. Das ist ärgerlich. Ich bin ein Fisch. Nicht drin. Nee, nee, das war ein bisschen mein Ding. Also hier habe ich ein bisschen überschätzt, wie tanky ich bin. Aua, der Six-Schaden. Aber ich glaube, wir haben. Shit. Also, ich sehe hier, das haben wir. Das kriegen wir, das machen wir. Ja? Ich sehe mich in dem Game. Doch, doch, doch. Wir müssen nur ein Online-Teamfight. So, 4 Teamfights, ist nicht einfach. Die sind sehr weich alle, da kann ich mit, also nicht alle, aber teilweise, wa? Ja, ich kann da nicht rein. Nee, nee, halt dann vorher den, die Ult, den Turret bekommen. Was ja in League oft so ist, ist, dass wenn die Leute mal so wie jetzt, ne, steht 16-11, die Gegner stehen vorne, ist verloren. Ja, manchmal muss man auch einfach mal von behind spielen und ins Zeug legen und gewinnen. Wollen wir das machen? Ich hab gleich. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich hab sie, aber ich muss hier raus. Ich hab in 20 Sekunden Ultimate. Okay, ich bin raus. Ich glaube ich nicht. Obwohl. Also, du bist tot, ja. Nee, ich bin tot. Aber ich meine, es war trotzdem gut. Es waren 800 Gold, ne? Okay, hier im Jungle geht's ab, ist aber nur Nautilus. Sollte mir nicht zu viel draufhauen. Ich bin aber da. Ja, das muss jetzt hier 2 Kills. Jo! Ja, das, so habe ich das nicht gemacht. Ja, jetzt direkt Kills. Weiter. Direkt weiter. Komm her. Ah, das macht er. Und weiter. Okay, und weiter. Jetzt bin ich im Rausch. Jetzt bin ich im Rausch. Da musst du dir aber Q'n jetzt, ja. Oh. Oh, wow. Das war eine schlaue Idee. Ja, das hat nicht gereicht. Zu dem Punkt, aber. Wo er einfach einen dummen Damage macht. Ui. Gerade einen Assist gekriegt, weil ich einfach nur Thornmail habe. Das aber sehr, sehr oft, wenn du Pyke auf Damage spielst, da kommen die Leute nicht drauf klar. Du drückst einfach, die Leute denken immer, du executest. Wenn du halt wirklich Full Damage bist, dann drückst du das einfach zum Engage. Springst direkt dran, die Gegner decken sich so, was passiert hier? Und dann sind sie tot. Und dann rechts geht tot. Ja, mal gucken. Also ich sehe auf jeden Fall... Oh shit, ich sehe mein Camp nicht. Okay, Six hat geflasht. Lauf, 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 lauf. Obwohl... Ich habe ihn noch getauntet, aber... Und ich habe ihn gekillt. Ja, Branding. Alles, was war's. Jui! Ich habe jetzt Ultimate. Jetzt habe ich Ultimate. Oh, shit. Ich bin leider raus. Der Thresh hat mir das Leben gerettet und geht selber nochmal innen. Der Six ist aber noch hier, oder? Den gönne ich mir jetzt. Oh, das wird gefährlich. Bin ich da, ne? Der ist fast schon, glaube ich. Boom. Oh, die Bombe! Oh, es passt. 12 Sekunden später. Ich roll jetzt einfach mal irgendwo rein. Der ist, das jetzt, jetzt geht's los. Oh, ja, fast. Erstmal, also, ja. Ich heil mich erstmal. Ja. Alter, ist das ein geiler Teamfight gewesen oder nicht? Ich glaube, 160 Power Attack oder so. Six ist takeable. Very takeable, hätte ich gesagt. Oh, da muss man alleine. Very takeable. Ah, da. Okay, ja, ich glaube, ich habe geintet, aber ich glaube, ihr macht das. Hat sich gerade erledigt, glaube ich. Hat sie 8-9 ADC? Ja, nee, Sylvie hat überlebt. Ich dachte, sie stirbt. League kann so einfach sein, wenn man einfach, wenn man behind ist, nicht tiltet. Aber manchmal muss man auch einfach mal von behind spielen und ins Zeug legen und gewinnen, ne? Aber die Leute, nicht, ob wir den Baron schaffen. Die Leute erwarten halt, hey, es steht 9 für die Gegner, wir haben nur 5 Kills, 9 zu 5, ist loose. Direkt nächste Runde. Haben wir genug Damage für den Jungen?
Also ich würde mich wundern, dass Thrash jetzt nicht peilt und stirbt. Ich meine, wer soll kommen? Six-Bombe könnten. Ja, weil hat er die benutzt? Ja, sie ist erfolgreich da gewesen. Ich bin unterwegs. Oh, um. Ja, wir sind ja mit Sieber echt das schnellste Team, um einfach nur nach Hause zu fahren. Ja. Der Naudilus windet auf. Schön. Free Game. Ja. Das ist okay. Ich würde mich eben peilen. Die Jinx hat sich offiziell selbst getötet. Ja, ich. Also weiter. Aber ich denke, ihr kriegt das hin. Ja, gut. Ausnahmsweise, dass wir jetzt durchgehen. Hallo. Ich bin unterwegs, aber ist das nicht schlimm, ja? Ja, die hat halt einfach Cleanse, ne? Cleanse ist halt auch. Das passt aber direkt. Nee, das passt richtig gut. Okay, der ist weg. Hier geht's weiter. Mit dem Papu. Oh mein Gott. Ich hab noch Ultimate. Ich bin einfach in die. Okay. Oh Gott, die Power Blast. Ja, war Power vielleicht besser, Blast, dass ich da nicht hinterhergeschwommen bin. War schon eine kleine Geburt. Aber guck mal, ja, schon, 29 schon... zu 51. Wir also müssen uns beeilen, ne? Nee, das ist free. Nee, die kommen ja gleich. Ich sehe schon, dass sie Bock haben. Ja. Puh. Sogar noch free Armbrot bekommen. Geil. Uff.